Ja, hallo, ist wieder Olaf aus dem wunderschönen Thailand. 3 Wochen nach dem Hochwasser ist nun endlich wieder Zeit, frische Kräuter und Gemüse zu kaufen. Dies werden wir in der Nähe von unserer Provinzhauptstadt Chai Nat machen, denn dort hat es entlang der Straße mehrere große Gärtnereien. Also bis gleich. Ja, bevor wir gleich zur Gärtnerei fahren, möchte ich euch noch zeigen, was wir bisher schon gesetzt haben. Gleich hier Zitronengras, wieder frisches Zitronengras. Dann da hinten dieser Strauch mit den violetten Blüten, das sind noch Thai-Auberginen. Die haben jetzt nicht neu gepflanzt, die haben das Hochwasser gut überstanden, blühen bereits wieder. Gleich daneben die Bittermelonen, auch Bittergurken genannt, die haben das Hochwasser auch sehr gut überstanden. Ihr seht ja, wie es bereits wieder gelbe Blüten dran hat. Hier noch eine Nahaufnahme der Bittergurke oder Bittermelone. Ich denke mal, viele von euch haben das noch nie gesehen, beziehungsweise auch noch nie gegessen. Es ist wirklich, wie der Name sagt, Bittergurke, also sehr bitter. Meine Frau verwendet es meistens als Beilage, zum Beispiel wenn sie rohe Shrimps isst, dann nimmt sie dazu diese Bittergurken. Ja, in diesem Video werde ich euch nicht nur mal den ganzen Garten vorstellen. Das habe ich ja bereits im Video, wie unser Garten nach dem Hochwasser ausschaut, gezeigt. Nur ganz kurz, einige von euch haben mir geschrieben, ich soll doch Hochbeete anlegen, da würden auch unsere Kräuter und das Gemüse überleben. Das haben wir jetzt teilweise ja bereits gemacht, also schon vor dem Hochwasser. Wie ihr hier sehen könnt, das thailändische Pfefferblatt, das wächst hier sehr gut, diesen Betonring. Und das werden wir in Zukunft noch einige solche Beete anlegen, damit unsere Kräuter und unser Gemüse besser geschützt ist. Ja, in der Zwischenzeit, wo meine Frau nach den Kräutern und nach dem Gemüse schaut, schau mal hier, was sonst noch alles so hat. Hier ist wohl eher die Abteilung der kleinen Bäumchen. Hier hat es wieder den goldenen Trompetenbaum, welcher bei uns eingegangen ist, aber das lassen wir jetzt die Finger davon. Denn wenn ich jetzt den wieder pflanze, wer weiß, wann das nächste Hochwasser kommt, dann sind wir wieder gleich weit und alles geht ein. Mal nach einer Alternative schauen, welche das Wasser gut verträgt. Hier sind wir am richtigen Ort, Gemüseabteilung, jede Menge Gemüse und Kräuter. Hier alles Auberginen. Hier noch mehr Auberginen. Ja, jetzt noch lange Auberginen, wo man auch in der Schweiz kennt, da die violetten langen. Ja, meine Frau kauft bereits jede Menge Gemüse ein. Was hast du alles gekauft, Schatz? Chili. Auberginen. Chili, Auberginen. Papaya natürlich wieder. Basilikum. Basilikum auch noch. Ja. Hier sieht man die kleinen Papaya-Pflänzchen, hier noch Basilikum, hier jede Menge Papaya-Bäumchen. So ganz kleine Pflanzenkauf dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sie dann groß werden, ist ja klar. Die hier schon ein bisschen größer. Und hier die Chili-Abteilung. Hier in so Gärtnereien bekommt man auch Erde und Dünger. Sogar noch Blumentöpfe hier. Hier seht ihr noch Mangobäume in allen Größen. Die kleineren kosten jetzt 120 Baht. Größere hier 180 Baht. Vor knapp 12 Jahren haben wir auch unsere Pflanzen hier gekauft. Damals die Bäume meistens so 1 Meter groß. Wie es jetzt in unserem Garten ausschaut, das wissen ja all jene, welche meinen Kanal schon länger verfolgen. Es gibt ja mittlerweile 2 oder 3 Gartenvideos von mir. Ja, wie bereits anfangs erwähnt, das ist jetzt nur eine Gärtnerei von zahlreichen. Es gibt auch welche, die verkaufen jetzt nur Blumen oder nur Bäume. Hier hat es ein bisschen von allem. Kräuter, Gemüse. Sehr viele Bäume.
Sowas auch mit sehr schön. So Pflanzen, wo man da aufhängen kann. So was Ähnliches haben wir ja bei unserer Gartenlaube verwendet. Sehr schöne Orchideen. Hier noch die Blumenabteilung. Vorne eine Blume, welche ihr bestimmt auch kennt. Da geht es. Hier das Weiße sieht ein bisschen aus wie Margeriten, aber die Pflanze sieht anders aus. Hier noch Mittagsblumen, solche haben wir auch zu Hause bereits in den Töpfen drin, vor dem Haus. Gefallen mir auch sehr gut. Der Nachteil ist, halt, wie das der Name sagt, Mittagsblume. Meistens erst am Mittag kommen die Blumen raus und dann gegen Nachmittag schließen sie wieder. Das ist nicht eine Pflanze, wo man den ganzen Tag eine Blume sieht, aber trotzdem sehr schön. Ja, die Thais leben sehr bunt und haben auch immer ein bisschen den Hang zum Kitschigen. Hier da diese Schweinchen und da mit diesen Töpfen. Auch schöne Deko. Hier wieder. Das hier sieht sehr witzig aus. So eine Hängepflanze. Ja, wir sind bereits in der nächsten Gärtnerei angekommen. Mal schauen, was hier alles zu kaufen gibt. So wie ich sehe, kein Gemüse, aber vor allem Bäume, sehr viele Blumen. Hier wieder sehr schöne Blüten. Sehen zwar schon ein bisschen leicht verwelkt aus, aber trotzdem ein schöner Baum. Daneben an, etwas weiter unten, sieht man auch, wo sie noch mehr Pflanzen züchten. Da hier oben an der Straße ist quasi der Verkaufsstand, aber auch da unten hat es noch mehr Bäume. Das Schöne ist auch, wenn man jetzt hier einen größeren Baum kauft, das wird dann nach Hause geliefert. Und je nachdem, wie viel man da zahlt oder was man da für einen Service abmacht, wird der Baum sogar gepflanzt. Also da lässt sich um gar nichts kümmern. In unserem Garten habe ich jetzt die meisten Bäume selbst gepflanzt, vor allem die kleineren, das war ja kein Problem. Bei den größeren haben wir die Hilfe der Gärtner in Anspruch genommen. Ich könnte den halben Tag in solchen Gärten rein verbringen. Es gibt immer sehr viel Tolles zu entdecken. Da hinten noch Wüstenrosen, die hatten wir auch mal in unserem Garten. Ja, kaum hat meine Frau alle Pflanzen eingekauft, welche sie so braucht, natürlich gleich ins Auto gesetzt. Da kommt sie schon dahergefahren mit unserem lieben Gast aus der Schweiz. Ja, dann zeige ich euch nochmal, was sie heute alles gekauft haben. Machen wir gleich den Anfang hier hinten mit diesen beiden Sträuchern mit den roten Blüten. Dann hier unten geht es weiter, jede Menge Papaya-Bäumchen. Zu einem kleinen Töpfchen drin hat es bestimmt 6, 7 Bäumchen. Also jede Menge Papaya, wenn dann alle wirklich kommen. Daneben verschiedene Sorten von Basilikum, Chilischoten, Thai-Auberginen, noch mehr Chili. Und zum Schluss dieses spezielle Gras hier. Wo wir das verwenden, das zeige ich euch gleich. Ihr könnt ja gut sehen, wie wir dieses Gras verwenden. Als Deko für unsere wunderschöne Holzlaube. Das hier sieht noch sehr gesund aus, aber das daneben ist schon etwas bräunlich, deswegen möchte ich mir einen Teil davon ersetzen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal. Denkt daran, drückt unten auf die Glocke. Bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.